Unsere Route sieht folgendes aus. Wir starten den Flugplatz Buchs. Dann fliegen wir direkt zum Beckenried. Von Beckenried fliegen wir rauf zum Klebenalb. Dann fliegen wir weiter über den Berg Schwalmis, ist auf der Seite. Und fliegen bei Kitchenen vorbei. Und dann würde ich den Tal drauf fliegen bis Isletten, wo man da mit Fähre dann von da auf Brunnen gefahren sind. Bis zum Brunnen, dann mache ich eine Linksdrehung Richtung Flugplatz Buchser und lande da wieder. Es ist übrigens Live-Daten momentan, also das Wetter sieht wirklich so aus, Buchs, weil die Daten werden live übertragen. Es ist 16:37 jetzt vor Ort und auch Live-Traffic, also das heisst, es wird auch Verkehr, Flugverkehr anzeigen oder eben der anderen Spieler, die unterwegs sind, zum Beispiel wie der dort. Genau. Bitte rein, würde ich sagen. So, dann starten wir mal. Jetzt muss ich noch Pushback anfordern. Oder rückwärts. So gut. Which is ground the Wayfarer 650 requesting pushback. The Wayfarer 650 pushback request accepted. Alright. Taxiing hold short runway 06 using taxiway Alpha Foxtrot cross runway 24 Foxtrot Charlie Bravo the Wayfarer 650. Butch's Tower, the Wayfarer 650 ready at runway 06 departure to the north. The Wayfarer 650 altimeter 30.18 when comm departure to the north approved. Cleared for takeoff runway 06. Thanks. Cleared for takeoff runway 06 the Wayfarer 650. Knoten 50 60 70 und 80. So. Fahrwerk kann man nicht aufnehmen, weil es. Ja, es ist kein Fahrwerk. Aber. So, we are 650 continue for north departure. Okay. Butch's Tower, the Wayfarer 650, continue for north departure. Jetzt müssen wir gerade fliegen, eine Geschwindigkeit erreichen. Es ist ein bisschen dunkel drin, aber es geht schon ein bisschen dicht da. Was jetzt 2000 Fuß. Jetzt ein Turner.
Flugblatt unterwegs, ne, um die Zeit. In der Schweiz. Gut, der ist jetzt 38.000 Fuß. E2, A2N. Ja, nichts. Das ist so, ein bisschen höher sitzen. So, bald erreicht man 3000 Fuß. Sind wir von 70 Knoten. Flugzeug braucht es halt ein bisschen die Steigung. Aber wir haben viel bessere Aussicht, also rund um sich. Man kann da rein schauen. Genau. Aber ich glaube, ich muss einen Umweg machen, weil ich kann wahrscheinlich da nicht überfliegen. Ja, kann ich lieber.
da, genau da sind wir dann übergelaufen, hochgelaufen. Ich muss auf 8, sicher etwa 8000 kommen, über den Berg gehen. Eigentlich 6,5 sollte ich über den Berg und ja, wie hoch ist es? Ich weiß gar nicht. Ich habe so immer. Jetzt sind wir bei 7000, das ist über 2000 eigentlich, aber eben besser und höher. Schnell bin. Schöne Aussicht da. So, jetzt habe ich 7,5, mehr als 7,5 erreicht. 7,7. Jetzt hat es eigentlich lange. Über 2500 Meter. Bald 8000 erreicht, dann können wir mal lieber gehen, würde ich meinen. Kann ich jetzt mit Geschwindigkeit runter? So, das ist der Kitchener. Dann fliegen wir jetzt mal lieber da. Da sind wir rübergelaufen. Genau da. Ja, es sieht nicht so aus, aber. Aber es ist gut, es ist cool gemacht. Dort eine schöne Schweizer Alpen. Schau mit dem. Mit Geschwindigkeit aber. Schwellmiss ist das da, glaube ich.
da sind wir. Oh, da, das Teich, da sind wir abgelaufen. Da unten. Dort unten. Oder hoffen wir wieder. Dann das Tal aber. Da haben wir übernachtet. Das ist der Kitchener Hütte da. Und dann sind wir da durch abgelaufen. Dort hin, Eisental. Dort gehen wir dort an. So, steiler Sinkflug, 30 Grad. Da ist Kitchener. Das ist nochmal, also das ist nochmal der Berg. So, jetzt gehen wir Eisental runter. Schön grün, he? Ah nein, wir sind nicht genug mit Geschwindigkeit. Jetzt sind wir 4500 Fuß. Genau, so. Das ist der Eisental da unten. Gas. Wir sind jetzt richtig Steg, Hafen, wo wir dann das Schiff mit der Fähre dann Brunnen gefahren sind. Genau, da, das ist der Strand da, wo wir Pause gemacht haben. Da ist der Hafen. So. Gas geben, ja. Irgendwo rechts ist die Helskapelle, irgendwo da. Ich glaube sogar dort. Das ist glaube die Helskapelle da. Auch schon gesehen. Und weiter vorne. Muss ich ein bisschen Gas geben. Weiter vorne links sind dann Rütliwiese gekommen. Das ist irgendwo dort. Schauen, ob man es sieht. Wir sind jetzt ja, bei 2000 Fuß. Ein bisschen rauf. Oh nein. 2,5. Da ist glaube ich Rütliwiese, genau.
deutlich weisen auf der linken Seite. Weg. Dort habe ich angefangen. So, jetzt kommen wir zum Brunnen. Ne? Dann gehen wir schon Richtung Flughafen. Ein Flugplatz. Bus. So, das war es eigentlich gewesen. He? Jetzt gehen wir landen. Muss ein bisschen Gas geben. So, dann fragen wir nach Landeerlaubnis. Butch's Tower, the Wayfarer, 6505 miles east, 2,600 feet to land. The Wayfarer, 650 Butch's Tower. Altimeter 30.18 wind calm, fly straight in runway 24. The Wayfarer, 650 wind calm, clear to land runway 24. Clear to land runway 24, the Wayfarer, 650. Ladeklappe aber. Zweite Stufe aber. Taxiway.
Da parkerer The Wayfarer 650 contact ground on 119.625. One one niner decimal 625 for the Wayfarer 650.